Hallo, ich begrüße dich zu dieser Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mit dir über das Reizdarmsyndrom sprechen. Reizmagen, da ist natürlich mehr der Magen betroffen, aber auch das ganze Verdauungssystem und über chronische Schmerzen, mögliche Ursachen und was du machen kannst, um deinen Alltag, um dein Leben mit diesen Beeinträchtigungen zu bessern und deine Symptome zu mildern, was dir also das Leben lebenswerter macht insgesamt. Nicht nur Durchfall und starke Blähungen behindern dich, also in schwacher Form oder in nicht chronischer Form kennen das ja auch schon viele Menschen, wie das ist. Und man kann sich dann vielleicht auch vorstellen, dass man also teilweise nicht noch unterwegs gehen kann. Mehr brauche ich dazu eigentlich nicht erklären. Also man kann sich das bestimmt vorstellen, wie unangenehm das auch ist mit diesen Darmproblemen und auch Blähungen, Völlegefühl und Übelkeit. Das ist weniger angenehm und das macht dir das Leben schwer. Und auch dort natürlich Schmerzen. Es sind also ganz verschiedene Symptome, auch beim Reizdarmsyndrom ist natürlich der Darm betroffen. Dann gibt es Reizmagen, da ist natürlich mehr der Magen betroffen, aber auch das ganze Verdauungssystem kann betroffen sein. Mit Entzündungen auch und Schmerzen kann das auch verbunden sein. Also es ist ganz unterschiedlich. Die Dauer eines Anfalles kann auch unterschiedlich lang sein. Bei manchen ist es Stunden, bei manchen Tage. Manchmal sind es Stunden, manchmal sind es Tage. Man kann das nicht voraussehen, man kann das auch nicht abschätzen, wie hoch der Stress zum Beispiel vorher sein muss. Oder wenn der Stress zum Beispiel sehr hoch ist, dass man dann ein paar Tage liegt oder ein paar Tage die Erkrankungssymptome spürt. Das ist also ganz unterschiedlich. Aber es ist auf jeden Fall belastend für diese Menschen. Ich gebe dir hier auch ein paar Tipps, wie du deine körperlichen Symptome etwas mildern kannst, aber bedenke, es gehören immer Körper und Geist und Seele zur Milderung und Heilung von Symptomen dazu. Wir Menschen bestehen aus Körper und Geist und Seele und das ist im Prinzip eine Einheit. Es hilft nicht nur an der Oberfläche zu kratzen sozusagen, es hilft nicht nur Schmerzen an Ort und Stelle zu behandeln, zum Beispiel das Knie. Wenn wir Knieschmerzen haben, will uns das Knie im Prinzip auch stoppen oder unser Körper, Geist, Seele, Konstrukt will uns stoppen und zum Nachdenken anregen, was kann man ändern oder warum soll ich jetzt gestoppt werden? Ich habe auch noch eine weitere Folge, die heißt Mein kleines Notprogramm oder Nothilfe und dort habe ich auch Tipps oder mögliche Selbstbehandlungsmethoden gegeben, wie man schnell oder relativ schnell auch Symptome erstmal mildern kann. Aber um das grundlegend zu verbessern, dazu dann noch etwas mehr in dieser Folge auch. Bitte schaue dir dazu auch noch meine Folge an zum Thema Psychosomatik. Der Titel ist Keine Angst vor Psychosomatik. Dort ist die ganze Problematik von mir auch nochmal gründlicher angeschaut worden. Ich kann dir nur sagen, dass Ruhe in allen Fällen hilft. Auf jeden Fall so viel wie möglich und so schnell wie möglich dir Ruhe gönnen, dich sozusagen aus dem Alltag ausschalten. Das ist ja auch der Hintergrund von Erkrankungen, dass sie dich eigentlich schützen wollen vor Überlastung oder dir ein Stoppsignal geben wollen, damit du zum Umdenken und zum Nachdenken kommst und etwas änderst. Dass also deinem Körper nicht zu viel zugemutet wird, deinem Körper, deiner Seele und deinem Geist. Und der Körper schützt sich eigentlich dadurch. Nur ist das nicht tröstlich für dich in dem Augenblick, in denen du die Symptome hast. Ich weiß das, glaub mir, ich weiß, wie es dir geht. Manchmal hilft auch eine Wärmflasche auf den Bauch gelegt zum Beispiel, also sich hinlegen oder ja meistens ist hinlegen am besten als nur hinsetzen, sondern hinlegen, den Bauch locker und entspannt
halten und darauf eine Wärmflasche. Solche milden Behandlungen helfen erstmal ganz gut, auch vor allem bei Blähungen. Aber es kommt natürlich darauf an, wie schlecht es dir geht und wie schwer die Symptome sind in dem Moment, in dem du sie hast. Auf jeden Fall ist dann natürlich auch eine Schonkost angebracht. Wenn Nahrungsmittelunverträglichkeiten noch mit vorhanden sind, wird es natürlich auch schwieriger. Aber eine Schonkost mit Haferschmelzflocken zum Beispiel oder einen Haferbrei dir machen und viel trinken, so viel wie möglich auch versuchen zu trinken. Tee oder auch nur Wasser. Ich trinke auch viel nur warmes Wasser, also abgekochtes warmes Wasser. Aber auf jeden Fall also das Verdauungssystem schonen und vor allem auch mit Ruhe schonen. Aber es gibt also Momente im Leben, in denen man funktionieren muss, gerade auch wenn kleine Kinder noch da sind oder pflegebedürftige Angehörige, dann wird es natürlich eine Herausforderung für dich. Aber wenn es dir so richtig schlecht geht, spätestens dann musst du auf deinen Körper hören, auf deine Symptome achten, spätestens dann, sonst wird alles nur noch schlimmer, glaube mir. Auf jeden Fall ist die Ruhe wichtig und noch wichtiger ist, überhaupt zu klären, was du in deinem Leben vielleicht ändern müsstest, in dem Moment, in dem du jetzt bist, auch wenn du schon viel geändert hast und schon viel an dir gearbeitet hast. Die Symptome kommen dennoch immer wieder und auch zum Teil schlimmer. Da fragt man sich schon, warum ist das einfach so? Ich habe doch schon viel geändert, ich habe schon viel an mir gearbeitet, ich habe schon viel selbst reflektiert und dennoch kommen die Symptome immer wieder und manchmal auch drastischer oder neue Symptome. Aber ich glaube, das ist ein lebenslanges Lernen. Immer wieder auch hinterfragen müssen wir uns. Das ist nicht leicht, aber wir bekommen dadurch gezeigt, dass wir doch immer wieder mal in kleinen Schritten etwas anders machen müssten, damit es uns vielleicht besser geht. Und anhand von meinen Erfahrungen kann ich das eigentlich auch sagen, dass das wichtig ist, Körper und Geist und Seele zu beachten. Und meistens steckt sowieso die Seele dahinter. Unser Inneres in unserem Inneren ist auch das innere Kind sozusagen. Das ist das Kind von damals, was ja nicht weg sein kann. Es ist ja noch in uns und nicht nur das innere Kind, auch die ganze Prägungsphase ist in uns und auch heute werden wir noch geprägt durch unsere Umgebung. Also unsere ganze Chronik, unsere ganze Geschichte und die Schmerzen und Verletzungen, die Demütigungen der Vergangenheit, die wir zum Teil einfach verdrängt haben, versteckt haben und das nicht verarbeitet haben, das steckt in uns und das belastet uns auch und das kommt dann in körperlichen Symptomen auch zum Ausdruck. Wichtig ist, dass du also Körper und Geist und Seele beachten musst bei der Milderung von Symptomen, zur Vorbeugung oder zur Heilung. Ich danke dir fürs Zuhören, alles Liebe und alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Wie immer der Hinweis, ich bin kein Arzt oder Therapeut. Ich gebe hier nur meine Erfahrungen wieder und ich kann dir nicht garantieren, dass sie dir helfen, gesünder zu werden oder gesund zu bleiben und auch nichts versprechen. Weitere Informationen über mich kannst du gerne auf meiner Website www.pausenwege.de bekommen. Du kannst auch gerne meine Bücher dazu lesen. Alles Liebe für dich, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.